Ich befürchte, jetzt wird erstmal wieder ein Taxi über uns rüberfliegen und vermutlich kennt ihr diese Szene auch schon. Daher einfach nur hallo und recht herzlich willkommen, liebe Quantum Break-Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt versuche ich einigermaßen diese Passage mit Anstand zu überstehen. Highskilled Gameplay gibt's heute leider noch nicht zu sehen, würde ich sagen. Dem Kollegen auf den Rücken schießen, oder? Jetzt habe ich das erstmal raus. Ey. Okay. Okay, gut. Alles in Ordnung. Ich muss nur über diese verdammte Brücke kommen und dann habe ich es geschafft. Wow. Das war das Geheimnis. Dem Kollegen musste auf den Rücken geschossen werden. Der hätte ich auch früher drauf kommen können, aber wie gesagt, ich habe bei dem Spiel, falls ihr die letzte Folge nicht gesehen haben solltet, so ungefähr 3 Wochen pausiert und dann fällt das schon mal so gameplay-technisch ein ganz klein bisschen schwerer, sich wieder in das aktuelle Szenario hineinzuversetzen, beziehungsweise ganz einfach auch mit der Steuerung, die bei Quantum Break etwas Spezielles und einfach aus dem Rahmen fällt, wieder hineinzufinden. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, als würde Quantum Break nicht fertig sein, wenn ich das spiele. Also als wäre es irgendwie... Es ist einfach keine ganz runde Spielerfahrung. Das ist wirklich übel. Ja, das sieht jetzt nicht so einladend aus. Kollabiert, während ich in dem eingefrorenen Unfall bin. Ich musste festen Boden erreichen und das Frachtschiff war meine beste Option. Ich musste also runter. Okay, ich muss nach unten auf das Frachtschiff. Okay. Okay, lauf, meine Freunde. Lauf, 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 lauf. Wow. Immerhin geschafft, wenigstens schon mal. Nein. Geschafft haben wir das. Da ist es. Gott, werde ich euch das zusammen cutten müssen. Oh mein Gott. Und jetzt? Jo. Moment, da muss... Machen wir nochmal einen kleinen anderen Zeitbreak, oder? Oh Gott, wie nett, die Teile sind da. Der eingefrorene Unfall war das reinste Chaos. Ich musste irgendwie einen Weg rüberfinden und einfach das Beste hoffen. Oh mein Gott, als ich das erste Mal gespielt habe,
war es ganz einfach so, dass diese Beton- und Brückenteile und diese Schilder, die ihr jetzt da seht, wirklich einfach nicht da waren. Hier war einfach nur Luft. Daher wusste man nicht, wo man langlaufen musste. Und jetzt ist es da und das ist ja immerhin schon mal was. So, aber wo geht's jetzt weiter? Nach da, okay. Ey, ich hab alles richtig gemacht. Ich hab alles richtig gemacht. Mann. Oder? Vom Auto runter da drauf? War ich vielleicht zu langsam? Der eingefrorene Unfall war das reinste Chaos. Ich musste irgendwie einen Weg rüberfinden und einfach das Beste hoffen. Vielleicht muss man das einfach ein bisschen mutiger spielen. Ich würde sagen, wir müssen aber da unten hin, oder? Oder da oben hoch? Nee, da unten hin, würde ich sagen. Oh, 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 zu nah dran. So viel Anomalie. Ah, ich musste nicht da runter, okay. Boah, bin ich froh, dass es wenigstens wieder läuft. Ich bin immer weiter nach unten, auf das Frachtschiff zu. Oh mein Gott. Wo, 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 wo? Der Weg nach unten war nicht unbedingt angenehm. Der Riss wurde schlimmer. Zeitstränge vermischten sich, waren in heftigen Schlaufen gefangen, verloren Synchronität und stießen ineinander. So würde das Ende der Zeit aussehen. Alles war zerrissen, im Chaos, eingefroren. Und niemand würde es bemerken. Na komm, halt still! Okay. Na komm, na komm, na komm! Wurde größer. Dinge bewegten sich außerhalb der Zeit. Ohne Ordnung. Ganze Zeitlinien überschnitten sich. Und es würde schlimmer werden, wenn wir es nicht aufhielten. Sie begreifen nicht, was Sie da für eine Macht haben. Sie müssen diese Technologie Monarch übergeben. Ich habe gründliche Vorbereitungen getroffen. Sie haben Vorbereitungen getroffen, aber Ihr Plan bietet keine Lösung, das Ganze aufzuhalten. Und wenn ich Wills Maschine repariere, was hoffen Sie damit zu erreichen? Die Zeit endet. Es besteht keine... Hey! Es ist keine Debatte. Ich sah gerade, wie ein Schiff durch eine verdammte Brücke rauschte. Die Zeit läuft uns davon. Und der Riss wird mit jeder Minute größer. Und das ist unvermeidlich. Paul ist zum Ende der Zeit gereist. Er hat es direkt miterlebt. Verstehen Sie nicht? Es war notwendig, dass wir die Schritte eingeleitet haben. Ihre Forschung basiert auf der Arbeit von William Joyce. Sie haben ihn geschätzt. Er wusste, dass der Riss entstehen würde, aber er wusste auch, dass er geschlossen werden kann. Will hat einen Weg gefunden, den Riss aufzuhalten. Das hier. Die Gegenmaßnahme. Wir reisen in die Vergangenheit und holen sie. Sie könnten uns helfen, schneller hinzukommen. Oder... Wir sind einfach unterschiedlicher Meinung. Ich muss die Maschine erst untersuchen. Vorher kann ich keine Versprechungen machen. Amy, bring Emerald zur Maschine. Und behalt sie im Auge. Alles klar. Okay, Doktor, los geht's. Und ich werde Sie nicht aus den Augen lassen. Tun Sie nichts Unüberlegtes. Das würde Ihnen leid tun. Jack, mhm. Bevor wir nach unten gehen, müssen wir etwas besprechen. Ja, was denn?
Hilf Sophia dabei, die Zeitmaschine zu reparieren und rede mit Bess. Ich finde, wir könnten ruhig, sie könnte ruhig mal sagen, dass sie mich mag oder sowas. Oder so ein bisschen ein wenig Romantik. Fehlt doch in den meisten Videospielen, gerade für die weiblichen Zuschauerinnen. Bess Plan für 2010. Bess Grafiken und Pläne, um ins Jahr 2010 zurückzureisen und die Gegenmaßnahmen zu stehlen. Okay. Willst du jetzt noch reden, oder was? Dann red doch mit mir. Muss ich dafür hinter dir stehen? Okay. Moment. So. So lässt sich direkt besser reden. Okay, was gibt's? Es ist wegen des Plans. Wenn Emeril die Maschine zum Laufen bringt... Dann reisen wir einen Tag zurück und machen alles rückgängig. Jack, in dem Video hat Will gesagt, dass die Gegenmaßnahme am 4. Juli 2010 aus seiner Werkstatt gestohlen wurde. Und zwar von mir. Vielleicht stimmt das, Jack. Wir haben eine Zeitmaschine. Also gehen wir in das Jahr 2010 und stehlen sie. Wenn Will recht hatte, würde das keine Veränderung bedeuten. Wir schnappen uns die Gegenmaßnahme, bringen sie in die Gegenwart, schließen den Riss und retten die Welt. Okay, und warum genau sollte das ein besserer Plan sein, als einen Tag zurückzureisen und zu verhindern, dass all dies überhaupt geschieht? Weil ich befürchte, dass wir überhaupt nichts ändern können. Die Vergangenheit ist bereits geschehen. Wir können sie nicht ändern. Mit meiner Methode müssen wir das aber auch gar nicht. Ich weiß nicht recht. Ich finde, mein Plan klingt irgendwie einfacher. Lass uns einfach die Maschine zum Laufen bringen. Hm? Dr. Emeril scheint davon überzeugt zu sein, dass Paul am Ende der Zeit war. Glaubst du, das stimmt? Kann nicht sein. Sonst wäre es sinnlos, es verhindern zu wollen. Warum? Weil es schon passiert ist. Stellen Sie sich bitte an dieser Stelle die Lindenstraßenmusik vor, denn ich werde das Let's Play, den Part für heute auf jeden Fall beenden. Ich muss jetzt eine Menge zusammenschneiden, weil das Ganze von Unfähigkeit meinerseits und von Bugs Quantum Breakseits getrübt war, sodass ich jetzt ungefähr 45 Minuten gebraucht habe, um bis hierhin zu gelangen. Ich sage danke, dass ihr mit mir durchgehalten habt. Ich hoffe, ich halte auch noch durch. Ich hoffe, die Bugs halten sich in den nächsten Folgen in Grenzen. Das macht es nämlich echt unschön. Bis dahin, haut rein.